Das Wetter, wie heute. Aber Sie säßen hier grau, ausgemergelt, bleich. Sie hätten heute vielleicht mehrere Stunden Schlange gestanden mit Ihren Lebensmittelmarken. Rund 1000 Kalorien stehen Ihnen zu pro Tag. Das entspricht etwa anderthalb Big Macs. Oder Sie hätten gelbliche Haut und grüne Haare, so wie Martha Knies. Eine Folge des täglichen Umgangs mit hochgiftiger Pikrinsäure, der Munitionsfabrik, in der Sie 12 Stunden am Tag schuften. Ganze Nacht Patronen gefüllt. Es gibt kaum mehr Männer in dem Betrieb. Da müssen die Frauen ran. Mit Schwung den Schlitten auf die Platte heben. Dann mit vollem Gewicht auf den Pumpenschwengel legen, Blick auf das Manometer gerichtet. 150, 180, 200. Wären Sie dagegen der deutsche Kaiser, verbrächten Sie Ihre Zeit im wunderschönen Spa, der Stadt der Heilbäder im deutsch besetzten Belgien. Schließlich residiert hier die oberste Heeresleitung. Und am 29. September 1918 hören Sie eine überraschende Nachricht. Deutschland hat den Krieg verloren. Das ist der Weltuntergang. Felix Germanie! Um das zu verhindern, ist ein sofortiger Waffenstillstand das einzige Mittel. Leiten Sie sofort die entsprechenden Maßnahmen. Was? Das überlassen wir bitte schön den Herren, die seit 2 Jahren einen Verständigungsfrieden fordern und mit ihrem Sozialismusgefasel dem tapferen deutschen Heer den Rücken fallen. Herren Sozialdemokraten, dieser jüdisch verseuchtige Sachs. Übel wird einem nur über meine Leiche. Ehrlich, Sie sprachen doch immer zu von Siegfrieden. Wir brauchen eine parlamentarische Regierung, die unverzüglich Friedensverhandlungen aufnimmt. Zusammenschluss und Auslauf der Flotte aus Wilhelmshaven am 30. Oktober. Richtung Kente, London unter Granatbeschuss setzen. Die Royal Navy, gelockt aus ihren feinen Stützpunkten, wird sodann von deutschen U-Booten vernichtet. Eine wunderbare Falle! Liebe Irmgard, hurra! Der deutsche Sieg ist möglich! Halt! Das ist ein Himmelfahrtskommando. Ihr jagt uns in den sicheren Tod. Es werden doch bereits Friedensverhandlungen geführt. Wir feuern aus allen Rohren und werden ehrenvoll untergehen. Na dann fahrt mal alleine. Das ist Befehlsverweigerung! Ihr verstoßt doch gegen die Weisung der Regierung. Und der Regierung nicht meine. Dann schieß doch. Hinter mir stehen die gesamten Mannschaften. Frieden, Freiheit, Brot, ein Ende des Krieges! Nun haut schon ab! Frieden! Freiheit! Ein Ende des Krieges! Frieden! Freiheit! Ein Ende des Krieges! Als der Zug am Bahnhof einfuhr, wusste ich nicht, was mich erwartete. Eine bolschewistische Garde, die mich als Vertreter der Regierung am nächsten Laternenmast aufhängt. Oder gleich tot schlägt. Aber Partei und Vaterland sind jedes Opfer wert. Noske! 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 Es lebe die Freiheit! Es lebe der Friede! Ich bin einer der Euren. Wir müssen jetzt zusammenstehen. Gegen das marode Militärsystem. Alle 14 Punkte werden für Kiew zunächst umgesetzt. Ja! Noske! Außer die Abdankung des Kaisers. Wir wollen keine Abdankung des Kaisers. Am 6. November entzündet der Brand. Wer tat dann bis war umgehen? Ja! Auch am Hotel stolz und das tiefrote Band. Im Körpersack wird mit Mal überrannt. Und erschlottert. Doch nicht hier an der Revolution stirbt.
Bäcker Schmalbeck hat mich abgewiesen, weil der rechte Abschnitt an der Karte fehlt. Ja, alle 14 Tage Brotkarte, Frau Knies. Da muss ich ein bisschen beeilen. Mach mein 14 Wein schon die ganze Nacht vor Hunger. Hinten anstellen. Oh, da kommen Sie, die Bolschewiki! Keine Panik! Keinem geschieht hier irgendetwas! Martha, schlag 12 Uhr mit am Tor versammeln. Bist du dabei? Warum sollte ich euch hinterherlaufen? Aber nicht so eine schicke blaue Hose wie du. Na, dafür hast du grüne Haare. Pfiffig. Auch Revolution. Hey, du bist ja noch nicht mal Hamburger. Nie wieder Hunger! Wir wissen selber am besten, was uns fehlt. Richtig! Was den Kindern fehlt! Genau! Was überhaupt fehlt! Genau! Ja. Sie nehmen uns seit Jahrzehnten unsere Männer, unsere Rechte, unsere Würde! Und damit das endlich aufhört, müssen wir Männer die Militär... Hey. Müssen wir Männer und Frauen gemeinsam die militärische Macht übernehmen. Alle Macht in Räte! Es lebe die Revolution. Damals ja jede Menge zu tun. Die spanische Grippe machte vor niemand Halt. Da war Luise schon froh, dass ich sie endlich auch mal wieder in die Oper begleiten konnte. Tannhäuser, naja. Wach wurde ich, als diese Elisabeth mit wagnerischer Schwitzigkeit vor der Madonna bildete. Da plötzlich Abbruch, mitten im Akkord. Ich denke, ich sehe nicht recht. Drei Feldgraue mit aufgepflanzten Bajonetten und diesen roten Armen binden auf der Bühne. Vielleicht ein bisschen zu modern, die Inszenierung, denke ich. 9. November, das Volk von Berlin strömt in Massen auf Straßen und Gassen. Der Kaiser, er kann es vor Schreck gar nicht fassen und will auch partout von der Macht niemals lassen. Berlin und Spa, Berlin und Spa. Hier reicht ganz so ein Wachstum. Kann man immer dieses verdammte Gedudel ausmachen? Danke. Hindenburg! Es ist genug. Vielen Dank für Ihren selbstlosen Verzicht und eine gute Reise ins Exil nach Holland. Was? Kaiser ist dort. Kein Beruf, den man einfach so an den Nagel hängt, sondern eine Berufung. Oh, wieder nur eine dünne Wassersuppe. Scheidemann, draußen stehen Tausende, die verlangen, dass sie reden. Na und? Ach, wie viel habe ich schon reden müssen. Karl Liebknecht will vom Schloss aus zum Volk sprechen. Liebknecht macht ihr Unternehmer für den Krieg verantwortlich. Ich denke, das war Wilhelm. Nein, weil Sie am Krieg verdient haben. Ach so. Na, kein Wunder, dass die Bürgerlichen Angst um ihre Willen haben. Ja. Und genau das will Ebert eben nicht. Umverteilung des Besitzes. Ebert will nur die halbe Revolution. Mhm. Bekämpfen die Sozialisten sich jetzt gegenseitig? Wenn sich die Dinge ändern, soll dann doch richtig. Es geht doch um viel mehr als nur um Besitz. Es geht darum, wofür du lebst. Lebst du nur für Geld? Was ist deine Haltung? Woran glaubst du? Bedeutet Freiheit denn auch diese Freiheit? Darf sie sich hinwegsetzen über Loyalität, Verlässlichkeit, Treue? Nein. Aber Rudolf besitzt dich nicht. Ach, was soll denn Blödsinn? Wir haben Kinder, wir sind verheiratet. Blödsinn. Niemand sollte besitzen. Darum geht es doch die ganze Zeit, oder nicht? Kein Mensch darf einen anderen Menschen besitzen. Martha, du entscheidest selbst, mit wem du sein willst, wen du liebst. Da liegt die Freiheit. Wenn Berlin beherrscht, beherrscht Deutschland. So legt sich den neuen Machthabern an, und dann kriegen die Herren Regierungssozialisten ihre Rechnung schon noch serviert. Aber erstmal das unterste Gesocks. Die Matrosen ausradieren. Antrag.
Annahme der Hamburger Punkte zur Demokratisierung des Heeres. Abstimmung angenommen! Zusatzantrag. Diese Punkte gelten nur für eine noch zu bildende Volkswehr. Das bestehende Heer bleibt in seiner Struktur unangetastet. Abstimmung? Angenommen. Wie bitte? Aber dann behält doch das alte Heer seine absolute Macht. Mehrheitsbeschluss. Der Reichsrätekongress tritt in dieser Form nicht mehr zusammen und löst sich selbst auf. Zum ersten Mal seit 70 Jahren fließt wieder Blut in Berlin. Deutsche gegen Deutsche. Ich weiß nicht, was werden soll. Ich weiß nur, dass ich dich liebe. Auch wenn das nicht sein darf. Nichts darf sein. Sie haben keine Ahnung, was gerade passiert. Sie werden die Zukunft nicht aufhalten. Mann, reiß dich doch mal zusammen! Sie sind Soldaten, Sie sind doch deutsch, verdammt! Sie widern mich an. Kurz Tagebuch. Woher hast du das? Spartakusaufstand. Die rote Fahne wurde verboten. Reformer verbreitet nur noch Lügen über uns. Wir haben niemanden ermordet. Besetzt das Zeitungsviertel. Wir wollen keinen Umsturz, aber ihr zwingt uns dazu. Ist das wert? Ja, unbedingt.